gekriegt. Ich kann nichts mehr tun. Ich werde sie nicht zurücklassen! Die Higgs halten mich zurück! Nicht aufgeben! Komm an den Higgs nicht vorbei!
war's, alles klar. Da drüben, der Rest des Konvois. Gehen wir runter und helfen Nabel. Gute Arbeit, Soldat. Dann los und melden Sie sich. Sevchenko. Gut, dass Sie hier sind. Velasquez. Sind das alle? Der verdammte Konvoi ist am Fluss versprengt. Wir stoßen vor, um den Krater für die Evakuierung zu sichern. Das ist keine gute Idee. Je mehr wir uns verteilen, desto leichter haben es die Helgast. Ja, das stimmt. Sir. Bei allem Respekt. Ich habe deutlich gemacht, dass ich von Ihnen nichts mehr hören will. Seth, schaffen Sie mir dieses Groß mal aus den Augen. Sie beide übernehmen die Führung. Wir räumen die Route mit dem Exo. Ja, Sir. Je schneller wir den Krater erreichen, desto schneller sind wir daheim. Denken Sie einfach nicht dran. Bringen Sie den Exo zum Laufen. Exo 1, Einsatz beginnt. Negativer Kontakt. Halt! Zurück! Ich empfange... Helgast! Wir haben mehrere Ziele. Verdammt! Mach ihn weg! Schaff ihn weg! Ich bin unterwegs, halten Sie durch! Ich bin auf dem Weg zu Ihnen! Hier ist Exo 1. Haben Sie geglaubt, dass ich Sie sterben lasse? Rücke weiter vor! Hier ist Exo 1. Kritischer Systemfehler. Da, Meier! Und los! Ich kann nicht! Stecke fest! Den Exo hat erwischt! Panzer 5, warten Sie! Ich bin schon unterwegs! Wir sind allein da draußen! Bewegen Sie Ihren Arsch! Hier spricht der Captain! Formation auflösen, Leute! Ich werde Sie nicht zurücklassen! Sie sind schon bald wieder auf den Beinen. Bringt alles nichts. Er schafft's nicht mehr. Warten Sie, ich bin schon unterwegs! Panzer 5! Sevchenko und Velasquez sind allein da draußen! Bewegen Sie Ihren Arsch! Wir dran, Captain! Hier spricht der Captain! Roman, Panzer abfüllt, Leute! Gebt ihnen Feuerschutz! Captain, hier spricht Panzer 5! Das ist blockiert, wir kommen nicht durch. Kümmern uns um die Bodentruppen. Ich komme nicht zu Ihnen hin! Sagen Sie, ich bin schon unterwegs! Panzer 5! Sevchenko und Velasquez sind allein da draußen! Bewegen Sie Ihren Arsch! Wir dran, Captain! Panzer 5 rückt vor. Captain, hier spricht Panzer 5. Die Straße ist blockiert, wir kommen nicht durch. Kümmern uns um die Bodentruppen.
Kumpel. Fühlen Sie sich jetzt besser? Unsere Kreuzer kriegen Besuch. Sie registrieren über ein Dutzend Helgas-Schlachtschiffe. 12! Wie lange werden Sie durchhalten? Lang genug, hoffe ich. Unsere Kreuzer sind freiwillig, wenn wir nicht rechtzeitig hinkommen. Sir, der Rest des Konvois ist über die Stadt verstreut. Ich kenne die Position meiner Truppen, Sergeant. Wir können uns keinen Aufschub leisten. Sevchenko, wir müssen diesen Krater erreichen, sonst kommt hier keiner raus. Sie haben die Hammers. Wenn Sie Helgas-Panzer sehen, jagen Sie sie hoch. Wir sprengen uns den Weg frei. Wenn sich jeder an die Befehle hält, ist alles okay. Zeigen wir, dass wir es ernst meinen. Die Zeit läuft. Wie die Herren Senatoren sehen, sind die ISA-Truppen absolut ungeordnet. In 3 Stunden werden wir sie überrannt haben. Visaris Mörder werden nicht überleben. Ist mir etwas entgangen? Was ist mit der Panzergruppe links? Johann Stahl. Nun, ich freue mich, dass sich die Privatwirtschaft für staatliche Ziele interessiert. Mal wieder. Die ISA-Panzergruppe auf der Linken. Ich meine, ignorieren Sie sie mit Absicht oder ist das etwa Teil einer Strategie, die wir nicht verstehen? Oder was? Sie bauen die Waffen, Stahl. Ich entscheide über Ihren Einsatz. Bin ich denn der Einzige hier, dem so archaisches Denken widerstrebt? Zahlenmäßige Überlegenheit. Das bringt uns nicht weiter. Also, warum handeln wir nicht mit der ISA? Locken wir sie zu uns und versprechen ihnen irgendwas. Und wenn sie dann hier sind, alle gemeinsam, dann töten wir sie. Visari hat sie vielleicht toleriert, Stahl. Aber ich bin nicht Visari. Das ist leider nur allzu deutlich. Tut es weh, zu wissen, dass sie niemals aus Visaris Schatten treten werden. Ließen sie ihn deshalb sterben? Die Helgast werden niemals mit der ISA verhandeln! Wir werden sie vernichten! Achtung, alle Einheiten! Hier spricht der Admiral. Angriff verstärken! Ich will die ISA tot sehen. Noch in dieser Stunde!